Wer will die fleißigen Handwerker sehen, der muss in den Kindergarten gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Es freut mich ganz besonders, dass wir da heute draußen den Spatenstich machen können. Es war ja eine der ersten Aufträge an die Verwaltung, diesen Ganzjahres- und Ganztageskindergarten zu projektieren und dann umzusetzen. Und es ist für mich eine besondere Freude, wenn man dann den Spatenstich innerhalb so kurzer Zeit erleben kann. Ja, die Verwaltung hat intensiv gearbeitet. Wir haben vor allem in den letzten Monaten fast nur mehr ein Thema gehabt, neben ein paar andere kleinere. Das hat Kindergarten geheißen, ganztägig und ganzjährig. Und uns war es vor allem wichtig, eine qualitätsvolle Kinderbetreuung sicherzustellen. Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und uns war es wichtig, den Kindern und auch den Eltern eine geschützte Gruppe zur Verfügung zu stellen. Wer will die fleißigen Handwerker sehen, der muss in den Kindergarten gehen. Stein auf Stein. Ja, wie die ersten Überlegungen waren, dass der Eichholz Kindergarten zum Ganzjahreskindergarten umgebaut wird, haben wir gleich gedacht, weil ich bin da draußen aufgewachsen, es ist schade um den Spielplatz. Also die Ersatzfläche kriegen wir nördlich von jetzigen bestehenden Kindergarten über die neu gebaute an der Wallegstraße. Und nachher habe ich mir den Platz angeschaut, der ist relativ lang und schmal, also da war sich aus dem Bolzplatz nicht mehr ausgegangen. Dann haben wir gedacht, da war gut, dass ein Funcourt, das ist also ein Fußballplatz, eingezäunt mit Banden, wie es derzeit schon in Tristach, Matre und Lavand gibt. Da kann man im Winter Eis machen und hat man einen ganz tollen Eishockeyplatz. Dann würde man das also westlich von diesem Platz gestalten mit einem Funcourt. Und dann hätte man noch östlich einen Platz für diverse Spielgeräte, weil viele Eltern sagen zu mir, da raus im Stadtteil Eichholz gibt es überhaupt keinen Kinderplatz. Da hätte man da einen kleinen Kinderplatz mit ein paar Schaukeln oder Sonnenspielplatz. Also das war mein Plan und ich hoffe, dass wir heuer damit anfangen können. Wer will die fleißigen Handwerker sehen, der muss in den Kindergarten gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein. Ich erwarte mir ein tolles Haus. Ich freue mich eigentlich auf die neue Aufgabe. Und ich glaube, dass es ganz eine gute Sache wird. Neu wird, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt einmal Videos oder Fernseher oder solche Dinge zu nutzen. Das haben wir bisher nicht gehabt. Dann kriegen wir einen zweiten Bewegungsraum, das auch toll ist für 5 Gruppen. Den können auch wir 3 Stammgruppen noch dazu mitnutzen. Der Mittagstisch im ganz Tages- und ganz Jahreskindergarten, der ist, glaube ich, schon lang wichtig und ganz dringend, dass der passiert bis September. Das mit dem Grundstückstausch ist nicht so einfach gegangen. Da wollte, glaube ich, die Kirche zuerst nicht so gern das Grundstück hergeben. Und wir haben dann einfach die Kinder und mir zusammen einen Brief an den Bischof geschrieben und es ist uns geglückt, das Grundstück für uns zu kriegen. Bei der Planung bin ich oft gefragt worden, was ich total wichtig gefunden habe, auch jetzt noch. Und ich glaube, das ist das erste Mal so passiert, dass man auch die Leute mitreden lässt, die dann in den Räumlichkeiten arbeiten. Und das finde ich einfach total wichtig. Die Zusammenarbeit ist sehr positiv. Wer will die fleißigen Handwerker sehen, der muss in den Kindergarten gehen. Ja, ich freue mich sehr, dass an dem wunderschönen Tag heute auch der Spatenstich für die Ganztagesbetreuung für Osttirol bzw. für Lienz stattfinden hat können und ich denke, es geht jetzt wirklich mit Volldampf voraus, damit wir im Herbst 2012 für Lienz eine Ganztagesbetreuung haben für alle Eltern, die das möchten bzw. brauchen. Für mich ist heute ein denkwürdiger Tag, ich freue mich. Wer will die fleißigen Handwerker sehen, der muss